Ich habe das Gefühl, dass der eine oder andere schon länger dabei ist. Hochzufrieden zeigt sich Domenico Tedesco, 32, über die Integration der Sommertransfers. Wichtig für Schalkes Trainer, der mit Blick auf Goretzka, Bayern, und Meier, noch offen, von herben Verlusten spricht. Umso besser, dass er nach 8 Tagen China schon erste Erfolge vermelden kann. Sané, Mascarell, Uth, das ist die neue Schalke-Achse Ausrufezeichen gefühlter Chef auf dem Platz bleibt zwar Naldo, 35. Der Routinier soll das Team weiter anführen. Aber, wegen der Belastung aus Liga, Pokal und Königsklasse wird es auch in der Defensive zu mehr Rotation kommen. Abwehrschrank, Senegal-Star Salif Sané überspringt im Testspiel den Luxemburger Aurelien Joachim Foto, AP. Gerade deshalb gilt die Verpflichtung von Salif Sané, 27/7 Mio Euro aus Hannover, als großer Coup. Der Senegalese, aktuell noch im WM-Urlaub, kann neben oder für Naldo spielen. Punkt. Doch die Schlüsselfigur für eine erfolgreiche Saison arbeitet im Mittelfeld, Omar Mascarell, 25/10 Mio Euro aus Frankfurt, soll zum Umschalter werden, der Schalkes Spiel liest, lenkt und beschleunigt. Tedesco schwärmt, das hat er total verinnerlicht. Man braucht sich nur anzuschauen, wie er im Pokalfinale immer wieder Rebic in Szene gesetzt hat. Zusammen mit seinem Nebenmann, zum Beispiel Suat Zeda, 21/11 Mio Euro aus Mainz, soll Mascarell die Stürmer füttern. Für die nötige Kaltschnäuzigkeit steht stellvertretend Marc Uth, 26. Seinen Abschluss hebt Tedesco immer wieder lobend hervor. Schalkes neue Achse. Die wird aber nur mit den alten Vizemeistern richtig rollen. Wächst das Team sportlich so gut zusammen wie menschlich, kann der Club optimistisch in eine schwierige Saison starten.